Hallo, willkommen heute zu einem neuen Video von mir. Und zwar wird es heute um Essen gehen. Das ist ja auf meinem Kanal wirklich selten der Fall. Ich wollte jetzt aber einfach mal demnächst so ein paar Ausnahmen machen. Und viele von euch hatten sich auch schon seit Ewigkeit ein Food Diary von mir gewünscht. Ich persönlich kann mich aber einfach nicht so ganz für diese Videos einsetzen, weil ich oftmals einfach nicht an der Glaubwürdigkeit dieser Food Diaries festhalten kann. Und das ist einfach bei mir so, dass ich sehr viel unterwegs bin. Viele von euch, die wahrscheinlich auch studieren, wissen ja, dass das mit dem Vorlesungsplan nicht ganz so regelmäßig ist und dass ich nicht wirklich um 1 oder 2 zu Hause bin, um dann Mittag zu essen. Das heißt, ich esse ganz oft woanders, in der Uni oder auch bei meinem Freund. Und dadurch ist ein Food Diary bei mir einfach sehr, sehr schwer. Trotz dessen wollte ich euch einfach einen kleinen Einblick, das heißt jetzt über 4 verschiedene Sachen, die ich gerne öfters mal Frühstücke geben. Die zeige ich euch einfach nur so ganz grob, damit ihr einfach eine Idee habt. Und zwar sind das einfach die Tage, wo ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, obwohl die ganzen Sachen auch recht schnell sind, wo ich mir einfach ein bisschen mehr Mühe mache und wo ich auch einfach Lust habe, was Gesundes zu essen. Und zum Thema gesund sein. Ich esse ab und zu diese Sachen. Das heißt, so wirklich jeden zweiten Tag oder sowas ungefähr, also 50%. Und die anderen 50% bestehen bei mir auch oftmals aus einfach nicht frühstücken, was eigentlich total ungesund ist, weil ich einfach Stress habe morgens, weil ich einfach zu spät aufstehe zum Beispiel oder weil ich viel unterwegs bin. Und dann oftmals auch auf ganz schnellen Sachen zum Beispiel. Ich habe nichts mehr und muss dann irgendwie Kekse essen oder sowas oder stopfe mir auch mal mein Nutella-Brot rein, wenn ich richtig Lust drauf habe. Und ich will euch einfach kein falsches Bild vermitteln. Natürlich gibt es die Leute, ich sage gar nichts, die sind da ganz strikt, die essen wirklich jeden Tag super schön hergerichtete Sachen, die wirklich sehr gesund sind, aber ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu, damit ihr das schon mal wisst. Ich hoffe, es werden jetzt also nicht allzu viele Missverständnisse auftreten. Ich zeige euch jetzt hier mal ganz kurz meine 4 Sachen, die für mich als einigermaßen gesund gelten und die ich sehr gerne esse. Das ist hier so eine Art Obst-Joghurt-Schale und zwar ist da sehr, sehr viel drin. Erstmal mache ich immer die Früchte rein und zwar habe ich da einmal Banane, Apfel und noch Himbeeren, die ich aufgetaut habe. Dann habe ich oben drüber Joghurt gemacht und dann tue ich meistens noch weiche Haferflocken drüber und dann habe ich hier noch so ein Chia-Gel dazu gemacht. Heute gab es so ein kleines Haferflockenküchlein und zwar macht man das in der Tasse und in der Mikrowelle. Dazu benötigt man einfach nur ein Ei, 4 Esslöffel Haferflocken, ich benutze immer die weichen und dann natürlich je nach Belieben zum Beispiel Zimt oder Stevia und dann mache ich meistens noch diese gefrorenen Himbeeren oben drauf, damit die schön aufgetaut werden. Hier gab es Bananenrührei und viele fragen mich auf Instagram, wie ich das gemacht habe. Und zwar sind es einfach nur 2 Eier und eine Banane und dadurch, dass ich keine Crepes machen kann, weil ich zu unfähig bin, mache ich einfach Rührei draus und tue dann wieder gefrorene Himbeeren dazu. Ich finde, das ist so das Beste, weil es einfach nicht schlecht wird und dann noch etwas Schokolade. Hier das letzte Frühstück am Wochenende, was meine Mama vorbereitet hat. Und zwar sind da ganz, ganz viele Früchte drin. Einmal Banane, Apfel, Mango und Orange und dann sogar noch Pfefferminzblätter. Und dann oben drüber einmal noch Joghurt, dann ein paar Chiasamen gestreuselt und dann noch ein paar Leinsamen und natürlich Haferflocken. Also so ein kleiner Frühstückseinblick und mich würde einfach interessieren, wie es bei euch so aussieht. Könnt ihr das durchziehen, jeden Tag so super gesunde, fruchtige Sachen zu essen? Oder seid ihr eher so wie ich, dass ihr einfach sagt, ich mache die gute Mitte, mache 50-50, weil ich oftmals einfach nicht die Motivation habe oder auch einfach die Zeit? Lasst mich doch sehr gerne wissen, ob euch dieses Video irgendwie gefallen hat, denn wenn ja, dann würde ich doch sehr gerne mal so ein Frühstücksideen-Video machen und euch einfach mal zeigen, wie ich diese verschiedenen Sachen zubereite. Das heißt, ganz genau erklären, was ich da alles rein tue. Ansonsten danke, dass ihr mir zugehört habt und wenn ihr ab und zu mal Fotos von meinem Frühstück sehen wollt, dann folgt mir doch auf Instagram oder auf Twitter oder auch auf Facebook. Die Links sind alle unten und schaut doch sehr gerne mal auf meinem spanischen Kanal vorbei. Den verlinke ich euch auch unten. Ansonsten sehen wir uns am Freitag und zwar wird es wieder eine Parodie. Es wird eine Routine. Freut euch drauf und schaltet am Freitag ein. Nicht vergessen, 5 Uhr und dann sehen wir uns dort wieder und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis dann. Tschüss.